Für die Feier einer Messe werden verschiedene Gegenstände benötigt. Wir sind hier in der alten Sakristei im Dom St. Gallen. Hier wird eine Sammlung solcher Gegenstände aus verschiedenen Zeiten aufbewahrt. Im Folgenden erklären wir, wie diese Gegenstände in der Messe verwendet werden. Von den Büchern, die in der Messe verwendet werden, ist das auffälligste und auch das dickste Buch das Messbuch. Trotzdem enthält es nicht alle Texte, die in der Messe vorkommen. Für die biblischen Lesungen gibt es ein eigenes Buch, das sogenannte Lektionar. Das war aber nicht immer so. Bis vor 50 Jahren waren alle Texte in einem Missale drin enthalten. Der Priester, dem die ganze Messe delegiert war, hatte auch die biblischen Lesungen im Missale drin, alles auf Lateinisch. Jetzt liest der Lektor die Lektorin aus dem Lektionar vor, der Diakon, auch das Evangelium. Und im Messbuch finden sich nur mehr die Vorstehergebete des Priesters. Alle anderen, der Priester auch, finden die Teile, die alle angehen, im Kirchengesangbuch. Darin finden sich die Gebete und Gesänge für die ganze mitfeiernde Gemeinde. In jedem Gottesdienst brennen Kerzen. Das natürliche Licht der Kerze ist Zeichen für die Gegenwart Christi in der feiernden Gemeinde. Ein anderes Zeichen ist der Weihrauch. Der aufsteigende, wohlriechende Duft des Weihrauchs zeigt auch die Präsenz Christi auf. Wenn etwa das Wort Gottes verlesen wird oder bei der Bereitung der Gaben von Brot und Wein. Aber auch die Gemeinde und der Priester werden mit dem Weihrauch inzensiert, wie man sagt. Zeichen, dass auch in uns Christus gegenwärtig ist, in der feiernden Versammlung. Hier sehen wir die Gefäße, die für die Messe verwendet werden. Die Kännchen für Wasser und Wein, den Kelch und die Hostienschale. Die Formen der Gefäße können verschieden sein, sie sollen aber immer aus edlem Material gefertigt sein, um dem besonderen Zweck zu entsprechen. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Der Stil der liturgischen Geräte ist auch mit der Mode mitgegangen. Es gibt aber auch Veränderungen in der Form der Geräte. Am besten sieht man das beim Kelch. Früher hat tatsächlich der Priester allein kommuniziert während der Messe. Das zeigt sich daran, dass der Kelch klein ist, dass die Hostienschale flach ist, da sie nur die eine Hostie des Priesters enthält. Den Gläubigen wurde früher außerhalb der Messe, vorher oder nachher, die Kommunion gereicht. Die Brotkommunion aus einem solchen Speisekelch, aus einem Ziborium. Nehmet und esset alle davon, nehmet und trinket alle daraus. Heute ist der Kelch größer, ist die Hostienschale größer, die ganze Gemeinde feiert Eucharistie und kommuniziert während der Messe. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinem Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser kleine Rundgang durch die Sakristei hat gezeigt, dass sich zwar die Formen und die Funktion von liturgischen Gegenständen im Laufe der Zeit ändert, sie bleiben aber nach wie vor Kostbarkeiten, die die Wertschätzung gegenüber der Messe ausdrücken.